Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Da mein Gamepad jetzt am Laden ist mal wieder, müssen wir halt mit Tastatur spielen. Ich hoffe, das kriege ich genauso gut hin. Wir wollten ja unten ans Wasser hin, wenn ich mich noch recht erinnere. Dann gucken wir erstmal aufs Fragezeichen, dann machen wir die Nebenquest da, die Stufe 3. Jetzt gucken wir erstmal hier, unsere Chamäleon haben wir schon. Bewegung! Los! Das sind mal wieder so Räuber oder sowas. Ja. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Aus dem Weg! Täuschen meine Augen mich? Eins von drei. Das heißt, hier gibt es noch mehr. Müsste ich nur wissen, was springen ist. Pfeifen. Ah, okay, mit Alt. Okay. Ich glaube, bald ist es hier unter Wasser und dieser Schatz. Oh, geil. Das ist der Vogel. Es muss da drin sein noch, ne? Haben wir hier, da ist die Mission. Noch hier? Nee. Rabia,
Bayek. Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Ka gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Okay. Senno ist der Pikmanns. Okay. So, Nummer 3 haben wir hier. Ich muss noch irgendwo was. Rabia wartet auf die Medizin. Cool, fährt er mich jetzt dahin, wo ich hin muss? Wahrscheinlich nicht, ne? Es muss leider sein. Boah. Kiste geht ja gut ab. Danke dir. Nehmen wir mal schnell durch.
drei Position gerät. Gib den Weg frei! Missgeburt, was soll das werden? Ich würde gerade sagen, ihr blind was. Ah, Baye! Amun sei gepriesen! Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut, eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Jo, dann gehen wir da mal einfach rein und sagen, wir sollen gehen, oder? Hallo, hier da. Geht nach Hause. Es lohnt nicht, das Lager zu überfallen. Du da! Halt! Moment, war das? Ja, komm her. Was ist das denn? Ja, warte mal, wir sollten erstmal ein bisschen markieren. Da haben wir was zum Verstecken. Tja, mehr gibt's hier jetzt nicht, ne? Wo siehst du noch einen rumlaufen? Ich sehe keinen mehr. Den wir jetzt vergessen hätten. Das heißt, theoretisch könnten wir hier hinten auch rein. Das ist einfach holen und wieder vor uns verpissen. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Dieselben, die du dir im Bordell geholt hast?
Wenn der Nomarch von unseren Raubzügen erfährt? Versteckende Tümpel interessiert ihn nicht die Bohne. Hey, was? Hey! Alter, die kommen ja alle her. Das Übliche. Ein bisschen Medizin, ein paar Münzen. Schöner Anblick. Und riechen tust du auch nicht. Bitte, du Kani Kreiet. Okay. Ich glaube, das waren Zivilisten. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Verdammt, du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. So. Sabe Pepsi, den Keku. Das ist mein Sammelnö, ne? Na gut, die machen auf jeden Fall keinen Ärger mehr. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Ein Fähigkeitspunkt. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich das, was ich da genau, ja, skillen soll. Können wir mal reingucken. So, gucken wir mal Fähigkeiten.
Jäger. Schaden und Nahkampfpunkte. Markieren, um den Bewegungspfad zu sehen. Das ist natürlich geil. Machen wir erstmal den hier. Dann die Pfade. Rasereibogen. Ich glaube, am Ende kann man sowieso alles lernen, oder? Und trotz Beute sammelt man automatisch. Hilfsmittel. Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren, ist auch nicht schlecht. Wir haben noch Punkte 2. Okay, das Zeitspulen ist mir auch nicht schlecht. Ein Punkt haben wir noch. Machen wir das Schild aufladen, ja, oder? Das hier. Was haben wir dann hier? Zwischen den ausgerüsteten Bogen umschalten. Zweite Bogen, ja gut. F betäuben. Okay, nehmen wir das noch. Und da. Kriegsbogen, Raubtierbogen. Aha. Okay. Leichter Bogenhammer. Ach so, warte mal. Was ist denn das hier? Jagdpfeil. Haben wir denn einen... Da, Jagdbogen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die da mehr Schaden machen, ne? Das ist ein Kriegsbogen. Ah ja doch, guck mal, 84. Macht der Schaden, der macht 68.
Wenn bei Treffer. Okay, nochmal den. Haben wir hier noch was Besonderes? Nö. 52, 55, 63. Ach, 63. Na gut, das nimmt sich jetzt nicht viel. Okay. Kann man auch ein zweites haben? Hier kann man auch ein Hilfsmittel noch. Gut. Ich glaube, das Markieren, da können wir nur ein markieren, dass man von einem quasi die Wege sieht. So, jetzt gucken wir mal. Dann will ich auch einen Schatz plündern. Hier haben wir noch eine Nebenquest. Stufe 5. Bin hier hin, sind wir durchkommen, ne? Ja. Da unten sind wir gekommen. Gut. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Gab's ja eigentlich sonst nichts mehr. Schon geil gemacht. Mein Sohn, du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Du wirst sie bekommen. Okay, gefunden. 0 von 12.
Okay, was müssen wir jetzt machen eigentlich? Papo, warum gibt es so viele Arme? Eins von 12 gefunden, okay.